Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Und ja, beim letzten Mal ist wirklich, die ganzen Tiere kommen hier an, beim letzten Mal ist wirklich viel passiert. Ja, wir haben ja dieses Ritual da hinten gemacht mit dieser Schale. Und dann haben wir Mia wieder gesehen und ja, dann hatten wir kurz einen Funkkontakt zu ihr. Also das war sehr, sehr interessant. Okay, die Schale scheint kaputt gegangen zu sein. Kohle nehmen wir mal mit und die Asche auch, kann man ja immer gebrauchen. Ja, und wir haben sie mal wieder gehört, dann ist der Funk leider abgebrochen. Und ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, ob jetzt wir derjenige sind, der im Dschungel verloren gegangen ist, oder ob es Mia ist. Ob wir Mia suchen oder ob wir derjenige sind, der gesucht wird. Weil das kam so ein bisschen so rüber für mich. Ich habe auch noch nicht die Kommentare aus der letzten Folge gelesen, weil ich mich nicht spoilern wollte, weil ich hatte Angst, dass irgendjemand irgendwas spoilert. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt weiter mit der Story. Wir können nämlich hier nochmal versuchen, Mia anzufunken. Hallo. Mia? Guck mal, ob sie antwortet. There? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you, if you need to talk. Okay, das kommt irgendwie richtig strange rüber, wie sie redet. Also irgendwas scheint da ganz komisch zu sein mit ihr. Bist du in unserem Zelt? Soll ich es mal fragen oder alles klar? Ne, ich frag nach. Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay, will do. Over and out. Sie ist halt wirklich strange. Also ist richtig komisch. Ich schau mal kurz ins Tagebuch, ob da was steht. Überprüfe den Ort Lambda 2. Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Okay. Bla bla bla. Das hatten wir schon alles. Rituale haben wir gemacht. So, was ist das für ein Ort? Hat meine Erinnerung gezeigt, aber ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ich habe Mia im Indio-Dorf gesehen, an unserem ersten Tag. Sollte ich das nochmal machen? Ja, geht ja gar nicht. Das Ding ist ja kaputt. Mia, sie hat mich endlich kontaktiert. Die verdammte Batterie ist leer. Bei Tag kann ich die sie in der Sonne aufladen. Ich muss nur warten. Ah, okay, ich habe so einen Solarrucksack. Ich wollte gerade sowieso sagen, was für eine Batterie. Ich habe nichts geladen oder sowas. Während wir hier nicht unterwegs waren. Wie geht's uns denn überhaupt? Uns geht's super. Ich würde sagen, wir brechen jetzt... Ach du Scheiße. Okay, dann müssen wir uns gleich überlegen. Ah, jetzt sehen wir auch die Batterie hier oben. Das heißt, bei Nacht kann es gut sein, dass wir nicht funken können. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wo wir jetzt hingehen. Weil noch haben wir den Wurfhaken nicht. Haben wir denn irgendwas hier freigeschaltet, was Neues? Ne, wir müssen wahrscheinlich erstmal mit Mia ein bisschen sprechen. Vielleicht kann sie uns helfen. Das Dorf, ich habe da bla gefunden. Mia, kannst du mir sonst noch etwas über meinen Unfall sagen? Ich will eigentlich noch was über Mia erfahren. Ja, wie es ihr geht, das hat sie ja schon gesagt, dass es ihr gut geht. Frag mal, Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Ey, sie ist doch hart am Lügen, oder? Leute, jetzt mal ehrlich. Was ist da los? Ich kann doch jetzt nicht okay sagen. Ich muss dann hinterfragen. Das geht nicht. That's it? Yeah, that's it. I know, given the situation you're in, my problems... really don't seem like much, but I got scared, okay? Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend you. It's not that. I just don't know what will happen to me if we don't get you out of there. Mia, come on. Don't say that. Let's just focus on getting you out safe and sound, okay? Sie ist halt so strange. Na, es regnet natürlich, wird gerade Tag. Können wir hier noch was machen? Ich frage sie noch was. Ich sah einen strange Rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Two men, one black and one blue with a stone between them. Were there any inscriptions? Ja, wir haben nicht so viel Zeit zum Antworten. Vielleicht schaffen wir es zum Felsen. Ah, die Zeit läuft ab.
Ne, ich schaff's nicht. Ah, shit, I don't remember. I'll let you know when I get back there. Ja, wir gehen jetzt nämlich dahin. Und dann können wir sagen, ob da irgendwas war. Ha, der Felsen ist weg. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, das heißt, wir können jetzt da durch. Dann haben wir unseren Weg gefunden. Das ist sehr gut. Kommen jetzt wieder voran. Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay. I'm lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. Oh, wie strange. I better not be going crazy. Strange hier einfach ist, ne? Sie redet wirklich ganz, ganz komisch mit mir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade noch mit ihr funken sollte. Mia, kannst du mir was? Ne, ich rede gerade erstmal nicht mehr mit ihr. Wir erkunden erstmal ein bisschen. Ich glaube eh nicht, dass sie wichtige Informationen für mich hat. Okay. Ja, keine Ahnung, was da los ist mit ihr. Aber ist schön, wir haben jetzt hier wieder ordentlich was zu erkunden. Hier ist nur ein Leguan, alles cool. Ich gehe mal hier den Fluss entlang. Hier oben sind noch so Pflanzen und sowas von Menschendorf. Aber ich glaube, da komme ich nicht direkt zum Menschendorf. Sind halt jetzt in einem komplett neuen Bereich und müssen den Wurfhaken finden. Ich weiß, dass er im Überlebensmodus in so einem ausgetrockneten Flussbett war. Das heißt, wenn ich hier eventuell den Fluss folge, komme ich vielleicht zum Wurfhaken. Das könnte zumindest sein. Wie sieht es denn essenstechnisch aus? Ja, wir brauchen noch nicht jagen. Alles cool, sonst würde ich hier das Schwein mitnehmen. Oh, das sieht hier aus wie der ausgetrocknete Fluss. Hier unten so ein bisschen. Den folge ich mal ein bisschen. Könnte halt wirklich sein. Oh, da hinten ist das Menschendorf. Kenne ich auch. Im Überlebensmodus gesehen. Ansonsten ist hier gerade gar nichts. Neuer Dialog. Ja, das machen wir doch mal. Ich habe etwas gefunden, ein paar Gebäude. Okay. I found something. Some buildings. Building in the jungle. What kind of buildings? I don't know yet. Give me a moment. Ich weiß gerade nicht, ob ich Mia so vertrauen kann und ihr alles sagen sollte, wenn ich ehrlich bin. Aber wem soll ich sonst vertrauen? Ist halt immer so ein bisschen die Sache, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ah, hier unten links, ne? Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, wir gehen eher in die andere Richtung, aber anscheinend gehen wir... Die Musik ist gruselig. Wir erkunden mal ein bisschen. Notizen. Ich kann es gar nicht lesen. 20-Hecke gefüllt mit 10 Blättern. Produzieren täglich... Dope. Okay, hier wurde irgendwas mit Drogen gemacht. Eieiei. Falls ihr es ganz lesen wollt, könnt ihr ja pausieren. Ich bin immer sehr lesefaul. Wahrscheinlich ist es schon wieder total wichtig für die Story, aber... Naja, passt schon. Nehmen wir auf jeden Fall hier das Essen und so mit. Haben wir hier. Hier können wir auch schlafen, das ist sehr gut. Noch mehr Notizen. Steht hier. Okay, das sind Rechnungen und sowas. Von irgendwelchen Drogenkunden anscheinend. Das Essen und so nehmen wir natürlich alles mit. Das ist noch eine Tasche, ein Brief. Okay. Liebe Marcella, es tut mir leid, dass ich dir jetzt erst schreibe, aber wir arbeiten rund um die Uhr. Ich habe kaum Zeit zum Essen und Schlafen. Hier im Dschungel ist es sicherer als in der Stadt. Aber die Hitze nervt und überall wimmelt es von Insekten. Ich bin schon ganz zerstochen. Aber ich beschwere mich nicht. Bla 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 bla. Dein Thiago. Okay, das scheint irgendein Brief von irgendeinem zu sein, der hier gearbeitet hat. An seine Freundin oder so. Also auch nicht so wichtig für uns. Können Sie wieder andere Wassersammler habe ich gefunden? Wo ist er denn? Ach, hier. Okay, sehr schön, den können wir jetzt bauen. Auf jeden Fall praktisch. Hier ist ein Topf, den nehmen wir mit. Ah, den können wir gar nicht mehr mitnehmen.
Aber ich will den mitnehmen. Obsidian will ich nicht wegwerfen. Federn können wir wegwerfen. Können wir den Topf auch mitnehmen. Holzlöffel brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Glaub nicht. Leere Dose eigentlich auch nicht. Also alles entspannt. Na, hier gibt es echt viel zu entdecken. War ich hier schon? Ne, hier war ich auch noch nicht. Aber alles cool. Hier scheinen die auch irgendwas mit den Blättern gemacht zu haben. Noch eine Notiz. Ein Sack Blätter in... Okay, hier sind halt wirklich so Anleitungen. Vielleicht muss ich ja wirklich diese Drogen herstellen. Könnte ich mir vorstellen, weil sonst würde das hier, glaube ich, nicht so ausführlich stehen, oder? Könnte eigentlich sein, aber wofür? Ist die Frage. Damit ich wieder auf irgendeinem Drogentrip bin und irgendwas Komisches erlebe und sehe und dann meine Freundin anruft und total komisch ist. Also, ich weiß nicht. Halt mega strange. Dieses Leguan-Fauchen, jetzt macht mir immer ein bisschen Angst. Nee, aber alles cool. Ich glaube, wir funken jetzt mal Mia an. Wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles erkundet. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Doch, hier vorne ist noch was. Oh, Saft. Trinken und Essen und so, so Snacks sind natürlich mega nice. So. Die Gebäude, die ich erwähnt habe, sehen verlassen aus. Vielleicht eine Drogenfabrik. Those buildings I mentioned look like they're abandoned. Drug factory maybe? Wait, wait, what? A drug factory? Here? Are you sure there's no one in there? Ja, hier ist niemand. It's fine. Okay, Mia? Remember, keyword, abandoned. No one would just abandon all this and leave. We're in the middle of the jungle. There's nowhere to go. Please, be careful. Na, falls sie angegriffen wurden oder so, dann kann ich schon verstehen, dass sie das verlassen haben. Überall das Kartell? Okay. Neuer Dialog freischaltet? Mach doch jetzt. Hab doch Batterie. Wieso macht er das nicht? Ich glaube, ich schlafe gleich mal eine Runde und dann speichere ich das Spiel. Jake, we'll never go there again. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Okay, jetzt gerade wirkt sie wieder wenigstens ein bisschen menschlicher. So, ich speichere mal kurz ab. Ich speichere mir hier rüber. Und dann schlafe ich mal eine Runde und dann geht's weiter. So Leute, ich habe geschlafen, es wird jetzt gerade wieder Tag und das mit dem Wassersammler hier geht echt schnell, also wir sind schon wieder vollgetrunken. Also der ist echt cool, den sollten wir für unsere Base dann halt auch mal bauen, der ist nicht schlecht. Wir nehmen auf jeden Fall den Eimer mit oder den Topf mit. Ist da jetzt noch das Wasser drin? Nee, okay. Ja, und gehen jetzt auf Erkundungstour nach dem Haken, weil ich will mich jetzt gar nicht so sehr mit Mia beschäftigen, weil die scheint mir ganz, ganz komisch zu sein. Ich glaube auch, dass wir da nicht weit kommen mit ihr. They even have a microwave here. In the middle of the jungle? What for? I think they used it to dry out the drugs. It's one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use? What? I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jake, I meant tools and such. No. Okay, also wir können hier Sachen auswählen anscheinend. Ich habe es jetzt leider ein bisschen verkackt. Mehr kann ich jetzt hier nicht auswählen. Ach nö. Ach doch, hier, über das Kartell. Ah, okay, die Verpackungen sind sogar mit Logos bedruckt. Ich habe ein paar Käfige gefunden. Okay. Dieser Ort scheint angegriffen worden zu sein. Soll ich ihr das mal sagen? Ja. You don't think that the tribe attacked them, do you? It could be why this place is empty. The Jabahuaca are not violent. If it was them, they must have been provoked. This place almost looks untouched. I mean, if they were at war, wouldn't they have burned it down? They would have never started a fire in the jungle. They consider it sacred. Right, right. Okay, over and out. Also die ist halt mega auf der Seite von diesen Stammeseinwohnern. Ich glaube, die wurde irgendwie bekehrt oder sowas. Wir schauen mal eben auf die Map, wo wir uns am besten jetzt hinbewegen. Also wir sind jetzt ja hier und das ist an einem ausgetrockneten Flussbett. Also eigentlich hier in dieser Gegend könnte das schon sein. Also ich suche hier mal ein bisschen ab und vielleicht finden wir ja den Wurfhaken, das wäre cool. Oh, wir haben einen neuen Dialog freigeschaltet. Gucken wir doch mal, was das ist. Ich habe eine Straße gefunden. Hey.
Oh. This might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. Okay, wir gehen mal der Straße oder diesen Reifenspuren hier ein bisschen entlang. Die könnten uns sogar zu diesem Auto führen, wo der Wurfhaken ist. Also ich glaube, wir sind auf einer guten Spur. Warum ich jetzt gerade alles esse, ist, weil ich einfach nichts mehr tragen kann. Okay, hier geht's lang. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt in die falsche Richtung gehen. Bin ich mir nicht sicher. Aber wir folgen einfach mal den Ganzen. Wird uns schon irgendwo hinführen. Oh, wo bin ich denn hier? Hier ist ja ein schöner Ort. Hier ist auch eine Höhle. Also ich habe mich komplett verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Straße auch nicht mehr gesehen. Liegt aber auch am Regen, der macht es nicht einfacher. Aber wir haben einen neuen Ort entdeckt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier genau sind. Sind wir hier oben? Ich glaube, wir sind hier hingelaufen. Also von hier nach da. Wir sind mega nach Norden gelaufen. Also richtig, richtig weit. Ich glaube, wir können jetzt überall schon hier hin. Das ist richtig krass. Wir haben mega viel freigeschaltet. Aber wir gehen jetzt erstmal die Höhle erkunden. Und schauen mal. Ich weiß nicht, ob wir den Wurfhaken diese Folge noch finden. Wahrscheinlich eher nicht. Vom Skorpion lassen wir uns auf jeden Fall nicht stechen. Wir könnten über... Ist hier noch ein zweiter? Ah, fast von der Spinne gebissen worden. Eieiei. Ja, wir könnten überlegen, ob wir hier ein Feuer drin machen und uns mal Fleisch braten. Oh, das gefällt mir gar nicht hier. Wenn hier ein Skorpion drin ist, sehe ich den nicht. Das mal einfach nicht. Eine schöne Höhle, ne? Also hier kann man auf jeden Fall sich eine gute Base bauen. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Also gar nicht mal so interessant. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein Feuerchen mache. Eigentlich geht es ja noch. Also ich würde sagen, wir erkunden noch, solange es noch hell ist. Oh, ich glaube, hier ist ein Fluss. Ah, sehr cool, das könnte der Fluss sein. Ja, ich glaube, das ist der Fluss, wo wir... eine Schildkröte, das ist auch nice. Wo wir eine Base gebaut haben. Im Überlebensmodus. Das ist sehr, sehr gut. Hier kennen wir uns zumindest ein bisschen aus. Den Schildkrötenpanzer will ich auf jeden Fall haben. Obwohl wir schon den Topf haben. Also da vorne, genau, da vorne ist das Lager. Da haben wir uns eine Base gebaut im Überlebensmodus. Ist natürlich schon etwas hilfreich hier, dass ich das alles so ein bisschen kenne hier, die Map. Also den Wurfhaken haben wir jetzt leider nicht gefunden. Mal gucken, ob wir das diese Folge noch schaffen. Das wäre auf jeden Fall so mein Ziel für diese Folge. Damit wir in der nächsten Folge wieder weitermachen können in der Story. Weil ich will halt jetzt gar nicht so viel Zeit hier verschwenden mit Überleben, weil ich will natürlich wissen, was jetzt mit Mia passiert ist, weil die ist so komisch drauf. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, was, ob sie irgendwie bekehrt wurde von diesen Eingeborenen oder... Ja, weiß ich nicht. Also sie ist halt wirklich, wirklich komisch. Naja, wir erkunden jetzt erstmal hier das Lager. Vielleicht gibt es ja irgendwas Besonderes zu finden. Dialog freigeschaltet. Okay, machen wir das doch mal. Hey, Mia. I found the dock, but it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Ah? I really hope I'd find someone. Damn. Honey, just stay strong. Yeah, I know. So, wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind jetzt hier oben links. Das ist gut, wir sind also wieder hier so ein bisschen runtergelaufen. Ja, so langsam kriegt man hier ein bisschen Orientierung durch die Orte. Wir haben einen vierzackigen Speer. Wollen wir den mal austauschen hier, unseren Speer? Oder wollen wir die Fackel mal wegschmeißen? Komm, wir schmeißen die Fackel weg. Die Fackel braucht man sowieso gefühlt irgendwie nie, weil es immer regnet. Ich denke mal, der ist sehr, sehr gut fürs Angeln, der vierzackige Speer. Und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir uns hier das Fleisch und sowas anbraten, weil ich bin schon wieder mega schwer beladen. Ich mache mir mal ganz kurz hier ein... Lagerfeuer, genau. Hier unten ist sogar noch der Wasserfilter, das ist ziemlich nice. So, dann machen wir uns das Feuer mal an. Und dann ist es hier schon gleich viel gemütlicher. Machen wir uns mal eben das Fleisch hier drauf. Und dann können wir mal eben gucken, dass wir das Ganze hier uns nochmal ein bisschen anschauen. Genau, wir brauchen auch unbedingt Proteine. Können wir mal hier schon mal einen Schluck trinken. Warum nicht? Wir haben schon wieder Blutegel. Super. Und wir können auch schon wieder sprechen. Wir haben wieder einen neuen Dialog freigeschaltet. Ach, ich wollte Blutegel gucken. Erstmal machen wir die.
Ja, wir wissen ja, die geistige Gesundheit, die wollen wir nicht verlieren. Dann funken wir mal. Ich habe ein Boot gefunden, es ist aber beschädigt. Okay. I found a boat. Er meint das hier. But it's damaged and it won't float. Looks like someone did it on purpose. Who could have done it? Ja, deine komischen Eingeborenen. Das Kartell, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, die Eingeborenen. Das Kartell, ja. Kartell sind die Drogenheinis mit gemeint. Sag mal, keine Ahnung. Will sie nicht verärgern. I shouldn't be here anyway. Besser ist. So, hier ist natürlich die Fischfalle. Die ist auch ziemlich gut. Können wir den Fisch mitnehmen. Okay. Ansonsten haben wir hier trinken. Den Wasserfilter brauchen wir gerade nicht, weil es halt regnet. Oh, hier oben können wir natürlich wieder schlafen und speichern. Das ist ziemlich nice. Machen wir gleich. Das ist noch eine Tasche. Noch mehr Orangensaft. Cool. Sehr gut. Ja, hier haben wir ganz viele Schlafmöglichkeiten. So, perfekt. Oh, ich bin jetzt nochmal den Reifenspuren im Matsch gefolgt und ich habe das Auto gefunden, was umgekippt ist. Ich glaube, hier ist der Kletterhaken oder der Wurfhaken. Mal schauen, bevor ich jetzt Mia anfunke, durchsuche ich erstmal den Ort. Oh, Treibstoff. Können wir auch gut gebrauchen. Bidon, Schmerzmittel. Kein Platz mehr im Rucksack. Was habe ich denn jetzt da liegen lassen? Schmeißen mal die Kokosnussdinger weg. Der Bidon müsste doch jetzt hier irgendwo noch liegen, ne? Ja, da oben. Sehr gut, dann haben wir den. Ist auf jeden Fall besser. Brauchen wir nicht mehr diese Kokosnussdinger. Haben wir jetzt einen aus Plastik. Ah, hier scheint nicht der Wurfhaken zu sein. Also im Überlebensmodus lag hier der Wurfhaken. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh mein Gott. Das war knapp. Fast gebissen worden. Also hier scheint sowas wie eine provisorische Brücke gewesen zu sein. Und die ist zusammengebrochen und dann ist der Jeep da runtergefallen. Na gut, funken wir Mia mal an. You're not gonna believe what I just found. A city made of gold. Oh mein what? Gott. No, no, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but, you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me, though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. Do you think someone might be listening to us? WTF. Okay. Was ist denn mit dem Benzinkanister? Ach, der hängt hier unten dran. Okay. Der scheint noch wichtig zu sein. Ob jemand uns zuhört? I don't know. Nicht, ey. Ist ja richtig strange. This is the first strange thing I found in the jungle, you know. Okay, das heißt, den Wurfhaken haben wir hier nicht gefunden. Wir müssen weitersuchen. Gehen wir mal der Matschstraße hier ein bisschen weiter. Ah, wir haben schon wieder Egel. Mach ich mal kurz ab. Oh, hier geht es durch so eine Höhle durch. Aber hier scheint auch sowas wie ein Weg zu sein, den ich gerade folge. Oh ja, hier sind sogar so Holzbretter. Okay, ich bin, glaube ich, auf einer heißen Spur, irgendwas zu finden hier. Also es scheinen auf jeden Fall schon öfter Leute langgelaufen zu sein. Noch leider sehr dunkel. Ich esse die Bananen mal. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Platz. Aber wie sieht's aus hier? Die Kohlenhydrate sind voll. Nehmen wir die letzte nochmal mit, wenn es geht. Ja, pack ein. Da ist noch eine. So, und dann versuche ich mal auf dem Weg zu bleiben, dass wir hier nicht vom Weg abkommen. Ach, da! Oh, okay. Halten, um scharf zu machen. Wollen wir es mal machen? Ich hoffe, die ist nicht für Menschen. Nee, die sieht aus, als wenn die nur für Tiere wäre. Okay, dann ist die ja nicht gefährlich für uns. Alles gut. Oh, hier ist ein Tunneleingang. Eieiei. Wisst ihr, was ich mir mal eben mache, weil es so dunkel ist? Ich mache mal kurz ein Feuerchen an. Und dann machen wir uns nochmal eben eine Fackel. Und dann anzünden. Es regnet auch gerade nicht, das ist gut. Jetzt gehen wir rein. Gucken, was uns da erwartet. Wahrscheinlich ist da gar nichts Besonderes. Aber sicher, sicher. Oha. Den habe ich erst gar nicht gesehen, obwohl wir eine Fackel haben. Schalten wir mal lieber aus. Oh, doch, hier gibt es was Besonderes zu entdecken. Das ist sehr gut. Neuer Ort auf der Karte. Oha, wo sind wir denn hier? Aber die Fackel hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Hier ist ein Generator. Aber was bringt uns der Generator? Oh, ein Aufzug. Oh mein Gott.
Holy. Okay, da geht's mega weit runter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir erst den Wurfhaken holen sollen oder ob wir. Springt halt an. Wie geht das jetzt? Ich funk mal mir an. So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running and now I can check to see where it leads. Jake, slow down. An elevator. I'll let you know as soon as I find out more. Oh mein Gott, ich hab's wahrscheinlich mit dem Benzin gemacht, ne? Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ja, das hing ja von hier. Das heißt, wir haben direkt das Benzin von dem Auto benutzen können. Und wie funktioniert das Ding? Okay. Ah, hier ist ein Knopf. Ja, Leute, let's go, ne? Wenn wir schon den Wurfhaken nicht finden, dann fahren wir jetzt in die grüne Hölle nach unten. Oha. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das ist verdammt spannend gerade. Okay, wir sind unten. Ich hoffe, der funktioniert jetzt auch die ganze Zeit. Ich gehe aber mal davon aus. Wir haben jetzt hier bestimmt einen neuen Bereich freigeschaltet oder sowas. Folgen einfach mal dem Weg. Es kraucht hier durch den Dschungel. Ah, nur so ein Kugeltier und da ist ein Ameisenhügel, da wollen wir nicht hin. Kein Fall. Wir folgen dem Weg. Ist gerade echt interessant hier. Oha, was ist denn da unten alles? Oh mein Gott. Alter, was ist das? Okay, das ist krass. Eine illegale Goldmine. Yeah, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Ich weiß nicht, ey, so wie die mit mir immer redet, das ist voll komisch, oder? Kommt mir das nur so vor. So mega desinteressiert irgendwie immer. Keine Ahnung, die ist ganz komisch, die Frau. Ich weiß nicht, ob die immer so ist, weil er nimmt das halt so gelassen hin. Aber ich finde das schon merkwürdig. So, jetzt geht's aber eigentlich ganz gut, ne? Trinken bräuchten wir bald wieder. Vielleicht finden wir da unten was. Wir gehen da jetzt einfach rein. Keine Ahnung, wie lang die Folge schon ist. Aber einfach rein. Ich habe gerade Lust, das zu erkunden. Deswegen machen wir das jetzt auch. Oha. Neuer Ort auf der Karte. Gucken, wo wir jetzt sind. Oh, wir sind jetzt hier schon ganz rechts in dem Bereich. Wir schalten heute echt viel frei. Das ist richtig krass. Kommen wir überhaupt durch? Ja. Okay, das sind solche, ich glaube, das sind so Siebe. Hier ist ein Floß. Regnet schon wieder natürlich. Schauen wir mal, was das Floß sagt. Ja, das ist natürlich hier mega auf dem Trockenen. Der Generator scheint auch kaputt sein oder die Pumpe oder was das ist. Ja, das sind diese Goldsiebe, glaube ich. Hier gibt es nichts zu finden in dem Matsch. Sieht zumindest nicht so aus. Wilder Regen, ne? Ist hier irgendwas? Ne. Ich will halt auch nichts übersehen. Ich gucke jetzt ganz genau nach. Was ist das hier für ein Kanister? Kann ich auch nichts mitmachen? Kann ich ihn weghauen? Ne. Nicht mal das. Okay. Hier scheint halt echt nichts zu sein. Gehen wir mal in das, in die Gebäude hier. Erstmal hier das linke, das kleine. Kommt man da überhaupt rein? Können wir sie schon wieder anfunken. Aber ich erkunde erstmal. Ja. Können sie ja nicht immer alles erzählen, bevor wir überhaupt hier erkundet haben. Rosentunfisch. Also Futter haben wir mittlerweile echt viel. Scheint eine Krankenstation oder sowas zu sein. Erste-Hilfe-Koffer. Schmerzpillen. So, lesen wir das Ganze mal hier. Arnold, großer Kerl. Erasmo, Pferdeschwanz. Okay. Damit sie ihre Leute erkennen anscheinend. Irgendeine Liste von ganz vielen Leuten. Steht aber keine Mia oder so. Also alles entspannt. Nicht, dass Mia hier irgendwie Teil von... Oh, der Wurfhaken. Nice, wir haben ihn noch gefunden. Perfekt, wir haben alles richtig gemacht, Leute. Cool.
Trockenfleisch, das ist richtig gut. Da kriegen wir dann auch mal Proteine und das ist sehr lang haltbar. So, ich esse jetzt die Bananen hier. Und dann packen wir das Trockenfleisch rein. Ihr seht schon, wir haben jetzt richtig viel Dosenfutter und so. Also wir brauchen jetzt gar nicht mehr uns vom Dschungel ernähren momentan. Hier lesen wir auch nochmal. Weiß nicht, welche Geldlisten zu den Mitarbeitern. Wahrscheinlich, was die verdient haben oder was die ausgegeben haben. Hier können wir nochmal speichern, perfekt. Noch weitere Notizen. Was haben wir hier? Wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden. Ein Haufen Gold. 6. Woche. Das Pensum steigt. 75 Eimer pro Kopf. Jeder muss wenigstens 10 Gramm schaffen. Sonst kürzen wir ihre Gehaltschecks. 284 Gramm. 4. Woche. 100 Eimer pro Kopf. Okay, Oh, ich gehe irgendwie mal falsch zurück. Ja, es sind auf jeden Fall irgendwelche Notizen darüber, wie sie hier gearbeitet haben. Also die haben hier das Wasser abgepumpt und dann da nach Gold geschürft. Wie es aussieht, Funkgerät kaputt. Ein Goldbeutel. Take it. Was ist denn der? Ja? Cool. Ich habe Gold gefunden, wir sind reich. Also was haben wir hier? Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut. Kinder, die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. What? Okay, das haben die wohl gefunkt und aufgeschrieben. Also, okay, das ist strange. Ein Stamm getroffen. Bin jetzt im Kreis. Es ist im Blut. Okay. Interessant. Also der Tango hat sich denen wohl angeschlossen. Die Kinder sind der Schlüssel. Ja, ich habe ja auch vorhin, oder als ich auf dem Trip war, habe ich auch so ein Kind verfolgt. Das kann natürlich gut sein, dass die Kinder eine ganz große Bedeutung und Rolle spielen. Sehr interessant. Wir erkunden noch das letzte Gebäude. Dann sollten wir hier die Goldmine haben. Und dann können wir schon zurückgehen. Und mit dem Wurfhaken können wir dann noch mehr O-Saft. Kriegen wir das noch mit? Ja. Oh, hier ist ja so viel Essen. Ich will das nicht hier lassen. Die ganzen Chips und so. Ich esse jetzt alle Bananen auf, weil Bananen finde ich ständig. Weil so besonders sind Chips jetzt wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich kann die nicht mitnehmen. Essen. Was bringen die denn? Kohlenhydrate und Fett. Ach, die sind natürlich schon ziemlich nice, ne? Noch ein Snack. Hier ist noch eine Tasche. Noch mehr O-Saft. Boah, hier finde ich aber auch viel, ne? Noch mehr O-Saft. Okay, wir nehmen ganz viel O-Saft mit. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben hier soweit alles erkundet. Das können wir dann nach dem Schlafen essen, würde ich fast sagen. Ja, ich speichere jetzt ab. Und beim nächsten Mal erkunden wir dann endlich mit dem Wurfhaken hier unten unseren Zielort, wo wir hinwollen. Das heißt, wir müssen jetzt gleich erstmal den ganzen oder beim nächsten Mal wieder den ganzen Weg zurückgehen und hier klettern wir dann hoch mit dem Wurfhaken. Wir haben richtig viel geschafft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.